Willkommen. Es freut mich, dass du dich für den Kurs entschieden hast, weil das ist die Grundlage für alle anderen Aktionen, die wir machen. Warum machen wir diesen Kurs? Der erste Teil ist Social Detox. Es geht darum, die sozialen Interaktionen zu entgiften, sodass man sich nicht gegenseitig aufschaukelt. Oder halt in Situationen, wo man einfach nicht mehr weiterkommt oder wo man die Person nicht erreicht, nicht machtlos wird, sondern einfach irgendwie eine Möglichkeit hat, trotzdem durchzukommen. Es geht nicht darum, Leute einzuteilen, sondern Verhalten zu erkennen, die mich machtlos machen. Wenn ich die erkenne und mich gewisser Art desensibilisiert habe in Bezug darauf, habe ich mehr Möglichkeiten nachher. Und es wird mich weniger negativ beeinflussen, sodass ich einfach irgendwas machen kann, um die Situation zu verbessern. Solange wir Social Detox nicht gemacht haben, gibt es bestimmte Sachen, die immer wieder auftauchen. Das heißt, die Person geht auf und ab und ist nicht in seiner Mitte drin. Dadurch kann es sein, dass er einfach irgendwelche Fehler macht oder gehäuft Fehler macht. Das ist häufig abhängig davon, falls du jetzt im Erstgespräch oder in Pre-Detox oder in den Veranstaltungen das gesehen hast, es gibt ja dieses Grundgeschehenes. Wenn der aktiviert wird, habe ich gewisse Art so einen Filter vor meinen Augen. Und dadurch kann es passieren, dass ich zwar sehr gut gelernt habe, aber in dem Moment, wo es darauf ankommt, bin ich hier drin und ich kann einfach die Aufgabe nicht richtig sehen. Ich habe ein Blackout. Oder ich gehe auf die Bühne, möchte mit jemandem sprechen, fühle mich sprachlos. Oder in Beziehungen, wenn ich zu meinem Partner sprechen will, zu meinem Kind sprechen will, dann sehe ich die Person nicht und kann einfach irgendwelche Fehler machen, die ich nicht machen will. Dadurch, dass ich Fehler mache, Fehler häufiger mache, kann es sein, dass ich häufiger auch in Unfälle verwickelt bin. Dadurch, dass ich Fehler mache und hier auf und ab gehe. Das heißt, wenn es eingeschaltet ist, muss ich ja entweder dagegen kämpfen oder davor flüchten. Das heißt, ich schlafe zu viel, ich schlafe zu wenig. Ich esse zu viel, ich esse zu wenig. Ich arbeite zu viel, ich arbeite zu wenig. Ich habe da keine Lust, ich habe unglaublich, also mehr Aktivität, als was mir bequem passen würde. Wenn das passiert, dann bin ich halt häufiger oder leichter krankheitsanfälliger, weil der Stresslevel ist einfach höher und dadurch ist der Körper, wird leichter krank. Das heißt, Krankheiten tauchen einfach häufiger auf. Dadurch, dass ich unter diesem Stress bin, entweder im Kampf- oder Fluchtmodus bin und Fehler mache, vielleicht in Unfällen beteiligt bin, kann es sein, dass die Krankheiten schwerer ablaufen oder länger brauchen, bis man wieder geheilt ist. Weil die Ressourcen des Körpers gehen einfach dahin und wollen den Stress bewältigen. Dadurch, dass das passiert, habe ich auch einen Mangel an Zeit, Energie, ich habe keine Kraft mehr, manchmal habe ich kein Geld mehr. Oder keine Aufmerksamkeit mehr frei. Und zwar deswegen, weil ich setze Zeit, Energie, Kraft, Geld oder Aufmerksamkeit ein, um mein Ziel zu erreichen. Mache aber einen Fehler. Jetzt muss ich wieder Zeit, Energie, Geld, Kraft und so weiter einsetzen,
um diesen Fehler zu bereinigen. Und jetzt muss ich wieder Zeit, Energie, Kraft und Geld und Aufmerksamkeit einsetzen, um das, was ich erreichen wollte, erreichen. Das heißt, ich gebe mindestens 3-mal so viel Ressourcen aus, als nötig wäre, um mein Ziel zu erreichen. Dadurch sehe ich vor mir einen Mangel an Zeit, Energie, Kraft, Geld und so weiter. Entscheidungen werden dadurch sehr schwer, weil jedes Mal, wenn ich hier drin bin, entscheide ich mich so rum und wenn ich draußen bin, dann entscheide ich mich so rum. Zusätzlich dazu kommt, weil ich einen Mangel habe und nicht die Fehler wieder machen will, werde ich sehr lange überlegen, hin und her, hin und her, hin und her, nicht, dass ich noch mehr Zeit verschwende, noch mehr Energie verschwende, noch mehr Kraft verschwende, noch mehr Geld verschwende, noch mehr meine Aufmerksamkeit für unsinnige Sachen ausgebe. Das heißt, Entscheidungen werden sehr schwer. Wenn ich einfach 3-mal so viel mindestens Zeit, Energie, Kraft, Geld und so weiter habe, dann kann ich einfach eine Entscheidung treffen. Wenn es falsch ist, dann korrigiere ich das und dann kann ich das wieder weitermachen. Dann bin ich ja immer noch schneller, als wenn ich irgendwie halt ewig lange über eine Entscheidung herum überlege. Okay? Das heißt, das ist im Endeffekt die Symptome, die zeigen, okay, ich brauche Social Detox. Das heißt, wenn du auf und ab gehst, emotional, oder halt bestimmte Sachen erkannt hast, gewonnen hast und dann wieder verloren hast, wenn du einfach bestimmte Sachen gelernt hast und dann sich immer wieder das einschaltet und du keinen Zugang mehr dazu hast, wenn du zu deinem Partner nicht durchkommst, weil der einfach irgendwie da drin steckt, wenn du Fehler, Unfälle oder Krankheiten sich häufen oder schwerer ablaufen, wenn Zeit, Energie oder Kraft, Geld, Aufmerksamkeit und so weiter knapp wird und wenn Entscheidungen schwer fallen, dann ist Social Detox das, was du nutzen kannst, um da rauszukommen. Das sind die Probleme, die man damit tatsächlich mit Social Detox viel leichter bereinigen kann. Du wirst das, also die Sachen, die du lernst, leichter verwenden können. Das heißt, wenn du irgendwie Seminare gemacht hast und nicht erfolgreich anwenden könntest, dann kann es damit zu tun haben, dass du Social Detox vorher nicht gemacht hast. Es ist nicht zu verwechseln mit Menschen auszusortieren, die negativ sind oder eben solche Sachen, sondern einfach Verhalten zu erkennen, die bei jedem Menschen vorkommen können, bei dir, aber auch bei netten Menschen, die dich einfach in dein Grundgeschehen reinschmeißen und dadurch einfach den Zugang zu den Sachen, die du kennst, die du kannst, verhindern. Okay? Wenn wir das gemacht haben, ist natürlich das Ziel, wie du deine Ressourcen einsetzt, das grüne Dreieck. Das heißt, wenn wir die Ressourcen wieder keinen Mangel mehr haben, dann verwende ich das, damit ich die Kommunikation verbessere. Ich versuche in erster Linie tatsächlich auch mehr Übereinstimmung zu erreichen, dafür zu sorgen, dass ich einfach den anderen besser wahrnehmen kann oder dass ich besser wahrgenommen werde, dass ich einfach zu der Person durchkomme und dadurch einfach mehr Liebe, mehr Nähe oder halt mehr oder bessere Emotionen hervorrufen kann. Weil wenn du dich daran erinnern kannst, im Pre-Detox oder Erstgespräch oder die Veranstaltungen, diese drei hängen zusammen. Und sobald eine von denen kaputt geht, gehen die anderen auch kaputt. Sehr oft ist das so, dass man einfach nicht übereinstimmt, weil der eine ist hier drin, der andere vielleicht auch, aber die weichen voneinander ab. Das heißt, wenn du etwas Logisches sagst, wenn du etwas sehr Emotionales irgendwie dem anderen mitteilen willst und der andere ist hier drin, dann stimmt das, was du ihm sendest, nicht mit dem überein, wo er drin sich befindet. Und wenn ich in einem Film drin bin und du sprichst zu mir, dann kann ich dich nicht wahrnehmen. Deine Kommunikation kommt nicht durch und Liebe, Nähe und Emotionen sind tatsächlich in Gefahr. Wenn wir das aber halt dann schaffen, wenn ich schaffe, mich selber hier rauszuholen und den anderen Partner auch rauszuholen,
dann funktioniert Kommunikation automatisch oder auf natürliche Art und Weise. Ich kann viel leichter mit viel weniger Kraftaufwand Übereinstimmungen erreichen, weil die andere Person mich wahrnimmt und ich den besser wahrnehmen kann und Liebe, Nähe und Emotionen tatsächlich erreichen kann. Während wir diese Materialien uns anschauen und damit üben, wird es einfach verschiedene Stufen geben, wie sehr, wie gut ich damit umgehen kann. Wenn ich gar nicht damit umgehen kann und diese Sachen gar nicht kenne, dann ist das Einzige, was ich machen kann, aus der Situation zu gehen. Das heißt, ich bin in irgendeiner Diskussion mit meinem Partner oder halt mit den Kindern oder halt mit Kollegen oder was auch immer. Ich oder der andere kommen hier rein. Die Situation wird unlogisch, die Emotionen passen nicht, meine Kommunikation kommt nicht durch, Übereinstimmungen passen nicht und so weiter. Anstatt mich zu fragen, warum machst du das, was das eigentlich nur noch festigen würde, versuche ich erstmal aus der Situation rauszugehen. Ich kann zum Beispiel rausgehen und einen Spaziergang machen. Ich kann auf die Toilette gehen oder ich kann einfach der Person sagen, okay, hier, na, darüber möchte ich nicht diskutieren. Ich muss mich erstmal beruhigen, dann kann ich auf deine Frage antworten. Dadurch sorge ich dafür, dass die Situation nicht schlimmer wird und wir uns nicht gegenseitig hochschaukeln. Wenn ich allein die Sachen erkennen würde, diese Merkmale, und aus der Situation rausgehe, sorge ich dafür, dass die Situation nicht immer schlimmer wird. Es ist aber null. Das heißt, es ist nicht nachhaltig eine Verbesserung, die ich erreiche. Wenn ich ein bisschen mehr die Sachen geübt habe und kenne, kann ich sie verwenden, um mich, ich sag mal, aus dem Baum rauszuholen. Wenn die Situation außer Kontrolle geraten ist oder kurz davor ist, außer Kontrolle zu geraten, wenn ich einfach meine Techniken kenne, meine Türen kenne, meine Trigger kenne sozusagen, kann ich dafür sorgen, dass ich mich selber aus dem Baum raushalte, sodass ich nicht die Kontrolle über meine eigene Aufmerksamkeit und damit nicht über meine eigenen Gedanken oder Emotionen oder halt mein Verhalten verliere. So behalte ich die Kontrolle über mein Verhalten aufrecht, sodass ich die Situation nicht schlimmer mache und ich muss nicht tatsächlich aus der Situation rausflüchten, wenn du so willst. Dadurch kann ich einfach meine Position aufrechterhalten und ich muss nicht einfach flüchten. Dadurch erspare ich mir, Fehler zu machen oder in Unfälle beteiligt zu sein oder Krankheiten zu verursachen bei mir selber oder bei dem anderen. Und ich verschwende nicht mehr so viel Zeit oder Energie oder Kraft oder Geld oder Aufmerksamkeit. Zusätzlich dazu, ich bin dann nicht mehr in diesem Modus von Leiden und Erdulden oder aufgeben müssen oder halt Schuld zuweisen, sondern ich rutsche hoch in den Bereich, wo ich denke, okay, was hilft mir? Was hilft dem anderen? Der zweite Schritt, wenn ich mich selber unter Kontrolle habe, meine Aufgabe ist dann, kein Benzin ins Feuer zu kippen. Solange ich keine Kontrolle über mich selber habe, kann ich auch nicht bestimmen, was ich mache. Und das, was ich mache, wird nicht helfen. Wenn du dich daran erinnern kannst.
Wenn ich es nicht schaffe, mir selber zu helfen, und das, was es irgendwie verschlimmert, praktisch Schuldzuweisungen zurückziehen oder unwichtige Sachen wichtig zu machen, dann mache ich die Situation schlimmer und vergifte praktisch diese sozialen Interaktionen. Wenn ich aber es schaffe, das zu stoppen, dann ist das schon ein Gewinn. Wenn ich sicher fühle in einer Situation, wo ich sage, okay, hier, ich kann mich selber aus dem Baum raushalten und ich schaffe es, irgendwie halt kein Benzin ins Feuer zu kippen, dann können wir zu dem dritten Schritt gehen. Aber dieser Schritt ist dann, wenn ich mich selber unter Kontrolle habe. Weil wenn ich keine Kontrolle über mich habe und ich versuche, jemanden zu operieren, dann klappt es nicht. Dann versuche ich tatsächlich dem anderen zu helfen, dass er auch aus seinem Grundgeschehen ist oder aus dem Wurzel rauskommt. Klar, als Therapeut habe ich noch eine Stufe sozusagen üben müssen. Wie kann ich jemanden aktiv und bewusst, wenn ich diese Merkmale kenne, kann ich es ja tatsächlich auch verwenden, wie kann ich jemanden in sein Grundgeschehen reinbringen, wie kann ich das aktivieren und verstärken und ihn da durchbringen, sodass er einfach stärker wird und nachhaltig einfach weniger Nachteile davon haben kann. Dieser Schritt ist aber erst dann, wenn ich, sag mal, ein Künstler bin und damit jonglieren kann, dass ich einfach im Schlaf in sehr hitzigen Situationen die Person dosiert da reinbringen kann und dann wieder rausholen kann. Solange ich nicht mich selber rausholen kann, nicht verhindern kann, Benzin ins Feuer zu kippen und nicht dem anderen helfen kann oder nicht helfen will, da rauszukommen, brauche ich den vierten Schritt gar nicht zu machen. Lass uns loslegen.